Und damit lassen Sie uns einsteigen in den Tagesordnungspunkt 2714, Begrünung verstetigen und Aufenthaltsqualität vor dem Kulturpalast verbessern. Einreicher ist hier Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Löser, bitte schön. Und dann hatten wir Rederecht für Frau Roth vereinbart und dann wird man in die Fraktionsrunde gehen. Bitte schön. Wir würden Frau Roth gleich sprechen lassen und ich mache dann die Fraktionsrunde. Okay, dann machen wir das so. Dann, liebe Frau Roth, herzlich willkommen in unserem Hohen Hause hier. Und ich darf Ihnen das Wort geben und genau wie bei allen anderen 5 Minuten Redezeit. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, vielen Dank, dass Sie mir kurz hier Zeit einräumen zum Thema Aufenthaltsqualität verbessern vor dem Kulturpalast. Einmal stand ich schon hier 2016, da habe ich für ein Betreiberkonzept für den Konzertsaal im Kulturpalast geworben und Sie haben uns anschließend Ihre Zustimmung erteilt. Ein Haus für alle war damals Thema und ich würde sagen, heute 2024 sehen Sie mich hier. Der Konzertsaal, der Kulturpalast ist das Wohnzimmer in Dresden in der Mitte unserer Stadt geworden und das Kohabitationsmodell, was wir damals vorgeschlagen haben zwischen Dresdner Philharmonie, den städtischen Partnern, den Musikfestspielen, fremden Dritten, den Einmietern, aber vor allem auch der städtischen Zentralbibliothek, den ZFBK und dem Cosmo Wissenschaftsforum und zuletzt auch mit unserem agilen Partner im Catering und dem Betreiber des Cafés Solo und Tutti ist aufgegangen. Das vielfältige Leben in unserer Stadt und auch in der Region bildet sich ab in unserem Haus. Und eins ist, glaube ich, ganz klar, die Zeiten, dass Kulturbauten elitäre Tempel der Hochkultur waren, in denen man sozusagen ehrfürchtig erstarrte, sind vorbei. Aus meiner Sicht war das unser Versprechen in 2016 und ich freue mich sehr, dass es heute bereits Wirklichkeit geworden ist. Und ich freue mich besonders, dass wir seit einiger Zeit schon einen großen Schritt weitergegangen sind. Wir glauben nämlich, dass Barrieren und Solitäre im Nebeneinander in unserer Stadt nicht mehr die richtige Antwort sind, um ein vielfältiges Miteinander in der Gesellschaft zu organisieren, Aufenthaltsqualität zu verbessern, Barrieren abzubauen und vor allem natürlich auch Signale für Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz in unserer Stadt zu gewährleisten. Deswegen haben wir post-Corona, als das Haus wieder erwachte, über das Haus hinausgehend Brücken in die Stadtgesellschaft geschaffen und haben temporäre künstlerische Impulse und Installationen mit Weiden und in diesem Jahr, das werden Sie sicherlich gesehen haben, mit einer Baumbepflanzung im Hexagon organisiert. Es ist die letzte Baumbeschulungsphase, bevor diese Bäume an ihren endgültigen Standort, nämlich am neuen Rathaus Verwaltungszentrum Ferdinandplatz, verbracht werden. Wir als Kulturschaffende lernen auch immer neu, aber wir kriegen ein unglaublich positives Feedback von den Menschen, die unser Haus besuchen, vor allem von jungen Leuten und tatsächlich auch von den Gästen unserer Stadt. Die suchen nämlich ein Miteinander und eine Aufenthaltsqualität, die ihnen ermöglicht, ins Haus zu gehen, vorm Haus zu verweilen und sich auszutauschen. Ich kann Sie alle wahrscheinlich leider nicht, Sie werden lange hier sitzen, aber ansonsten einladen. Heute ist die lange Nacht der Wissenschaften. Unser Haus ist bis auf den letzten Platz voll. Es gibt ein Abgefragt-Format, aber es gibt eben auch die Bespielung über die Green Culture Sounds Installation hinaus auf dem Vorplatz. Und wir schaffen endlich, was wir uns immer gewünscht haben, dass wir wirklich ein Player sind, der mit allen um uns liegenden Anrainern im Austausch und im Kontakt ist. So sind das natürlich auch der Einzelhandel, die Wirtschaftsförderung mit den Märkten und andere Kulturinstitutionen, nicht zuletzt auch die SKD mit einzelnen
Ausstellungsprojekten. Und insoweit wünschen wir uns als Akteure, und Sie wissen ja, ich habe zwei Beine meiner Tätigkeit. Das eine ist, ich bin die Fackelträgerin für die Dresdner Philharmonie, aber das andere ist, dass ich die Fackelträgerin für dieses Haus und alle unsere Mitbewohner und Akteure bin. Sie würden uns einen Gefallen tun, wenn Sie trotz angespannter Haushaltslage diesen Weg mit uns weiter beschreiten und eben den Vorplatz, so wie das bei anderen Palastplätzen ja auch ist, in das Bespielungskonzept mit aufnehmen würden und wir eben an eine Verstetigung solchen Projekten denken können und damit das Miteinander in unserer Stadt verbessern und gleichzeitig notwendige Impulse und Akzente in die Stadtgesellschaft und zu all unseren Akteuren, zu unserem Publikum, den Gästen und vor allem auch den jungen Leuten in der Stadt aussenden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Roth, für Ihren Input. Und wir steigen damit ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die CDU-Fraktion. Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Frau Roth, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wenn die Verwaltung Stadtratsaufträge ernst nehmen würde, dann gäbe es eine Begrünung auf dem Kulturpalastvorplatz und eine Aufenthaltsqualität schon seit 4 Jahren. Denn es war weit zu Beginn dieser Wahlperiode, im Jahr 2020, glaube ich, da haben wir, genau, Kollege Lichti erwähnt ihn gerade, den ehemaligen CDU-Kollegen Lutz Hoffmann, der das initiiert hat mit mir gemeinsam, haben wir als CDU-Fraktion beantragt, die Baumreihe vor dem Kulturpalast zu schließen, die wir an der Wilsdruffer Straße haben, mit dem Ziel einer Begrünung des Vorplatzes, einer Verschattung und einer Schaffung von mehr Aufenthaltsqualität. Was hat die Verwaltung getan? Die Verwaltung hat einfach nur geguckt, hat gesagt, da unten ist ein Tunnel drunter, da können wir keine Bäume pflanzen, das ist nicht möglich, tut uns leid. Ich glaube ja, eine bürgerfreundliche Verwaltung und eine Verwaltung, die möglich macht, Herr Hilbert ist angetreten als mit einer ermöglichenden Verwaltung als Ziel, eine Verwaltung, die etwas möglich machen will, sollte tatsächlich vielleicht auch mal nicht nur einen Stadtratsbeschluss nehmen und sagen, das geht so nicht, sondern man könnte dann ja auch mal sagen, so wie ihr es wollt, geht es nicht, aber wir könnten uns vorstellen, dies und jenes. Und genau das, was Sie tun, Frau Roth, was wir jetzt gerade hier sehen konnten, Ihr Hexagon, die Luftwurzel letztes Jahr waren schön. Das Hexagon finde ich grandios, sage ich so, wie es ist. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir sehr gut als Lösung für diesen Platz vorstellen kann. Trotz allem sage ich, diesen Antrag, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt, braucht es eigentlich nicht, weil wir als Stadtrat schon mal einen entsprechenden Auftrag erteilt haben. Und insofern werden wir uns heute, wie Veit Böhmer so schön sagt, kraftvoll enthalten, weil wir diesem Thema nicht entgegenstehen. Aber wir sagen, dieser Antrag ist eigentlich überflüssig, weil der Auftrag ist bereits an die Verwaltung erteilt in einer ähnlichen Form. Und die Verwaltung hätte es eigentlich schon längst in der Hand gehabt, da Dinge zu tun und umzusetzen. Ich kann Sie trotz allem nur ermutigen, Frau Roth, sowas wie jetzt das Hexagon gern weiterzumachen. Wie gesagt, das ist tatsächlich eine sehr schöne Bespielung des Vorplatzes. Und vielleicht gibt es ja Lösungen, dass die Verwaltung da auch ein bisschen über den Tellerrand mal hinausdenkt. Und an dieser Stelle, wie gesagt, wir enthalten uns. Damit denke ich, wird der Antrag am Ende trotzdem eine Mehrheit wahrscheinlich haben. Aber eine Zustimmung wird es von uns nicht geben. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, der Antrag macht die übliche Wolte. Wir fangen an mit der Rettung des Klimas und enden bei Hochbeeten, die man wieder wegräumen kann. Naja, wir haben das hier im Prinzip gesehen. Es wird ein Hochbeet, das ist dort mobil. Wir haben gesehen, es gibt Belastungsgrenzen für den Vorplatz. Es gibt auch andere Nutzungen. Das ist die Frage der Fluchtwege. Das heißt, wenn im Kulturpalast mal Feueralarm ist und dort 1200 Leute rauslaufen, dann möchte vor dem Eingang nicht allzu viel stehen, dass es keinen Rückstau der Menschen gibt. Das sind alles Dinge, die zu beachten sind und die lassen sich nicht wegverwalten. Dieser, wenn man sagen, Verschattung durch Baumschulenbäume und durch Hartlaubgewächse, hat man ja gesehen, was dort gestanden hat, der begrüßen wir, wunderbar, kann man machen,
vielleicht kann man auch mal ordentliche Bäume anpflanzen. Und wir kennen das ja im Prinzip von dem Projekt, was am Wiener Platz gelaufen ist, dass teilweise in Dresden aufgrund des sandigen Bodens, des Trümmerbodens, Bäume gar nicht so groß werden können, weil eben der Untergrund sehr sandig ist, trümmerbelastet ist und dort Bäume, die in der Tat Verschattung spenden würden, Grenzen gesetzt sind. Wir stimmen dem zu, es ist harmlos. Es steht auch im Prinzip in der Beschlussempfehlung drin, dass unter allen Umständen auch die denkmalschutzrechtlichen Belange des, Kulturpalastes zu berücksichtigen sind. Also dass es hier nicht im Prinzip zu Dingen kommt, wie man das dann manchmal hat, dass irgendein Baudenkmal mit einmal durch laienhafte Hand mit einer Kleingartenidylle und einer, wie man sagt, Gartenzwergidylle angereichert wird. Insofern sollte es schon ordentlich geplant werden. Wir haben die Hoffnung, das Vertrauen, dass das gelingt. Wir werden heute noch bei einem anderen Projekt dazukommen. Das ist die weitere Planung des Promenadenringes. Nicht überall, wo in dieser Stadt am Ende Begrünung draufsteht, kommt am Ende auch Begrünung rein. Insofern, was die Protagonisten des Antrags betrifft, achten Sie darauf, was am Ende gemacht wird, dass es nicht nur im Prinzip irgendwie ein Alibi wird, sondern dass da wirklich auch am Ende eine Begrünung rauskommt, die auch mit dem Kulturpalast harmoniert. Wir als Linke stimmen dem gerne zu. Vielen Dank. So, dann setzen wir fort mit der SPD-Fraktion. Frau Mühlbach. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, liebe Frau Groth, Begrünung verstetigen und Aufenthaltsqualität vor dem Kulturpalast verbessern, so heißt der Antrag der Bündnisgrünen, und der Fairness und der Korrektheit halber muss man oder darf man vielleicht noch sagen, dass der Ersetzungsantrag aus dem Kulturausschuss heute hier zur Abstimmung steht, der noch ein bisschen weiter geht als der ursprüngliche Antrag und der neben der Prüfung einer dauerhaften Begrünung auch andere Verschattungsmöglichkeiten und Bänke, so wie wir das jetzt hier auf dem Bild gesehen haben, wünscht und temporäre künstlerische Akzente, wir haben gerade eins gehabt, und die Barrierefreiheit dabei im Blick behält. Der Kulturpalast, das darf ich vielleicht sagen, hat mich Zeit meines Lebens begleitet. Der ist nämlich im gleichen Jahr geboren wie ich, das können Sie mal nachrechnen. Besonderheit, er war schon damals ein für sehr viele Zwecke nutzbares Gebäude. Ein solches hat es in der ganzen DDR damals nicht gegeben. Und er ist, Gott sei Dank, für die Stadt übrigens nicht, wie ursprünglich gedacht, ein weithin sichtbares Hochhaus geworden, sondern ein Bauwerk der internationalen Moderne. 2017 ist dann mit der Wiedereröffnung des Kulturpalastes ein exzellenter Konzertsaal in der Stadt entstanden, das mit künstlerischer Qualität dem Konzertsaal als Konzertsaal der Dresdner Philharmonie dient, aber auch der Zentralbibliothek und der Herkuleskeule. Frau Groth als Intendantin, sie hat es schon selbst gesagt, versucht seit vielen Jahren und mit ganz vielen tollen Ideen und neuen Konzepten, das Haus als ein offenes Haus für alle zu entwickeln, mit neuen künstlerischen Formaten, abgefragt ist gefallen, Zugang auch für junge Leute zu ermöglichen und mit kleinen Formaten im Foyer des Kulturpalastes auch ein sich veränderndes Publikum ins Haus zu ziehen. Und dieser Vorplatz vor dem Haus, dieser ungastliche, überhitzte Platz ist leider nach wie vor ein Wermutstropfen, der nicht wirklich zum Besuch einlädt. Pralle Sonne, kaum Sitzmöglichkeiten, viel Beton statt Grün. 2023, auch das ist schon gesagt worden, haben wir für einen kurzen Zeitraum einen ganz hübschen Weidenwald vor dem Palast aufgebaut. Luftwurzeln hieß das Projekt damals. Und das sollte nicht nur die Fläche begrünen, sondern sollte tatsächlich, und das hat es auch getan, klimavernd wirken und Kühle und Feuchtigkeit für die Besucher bringen, die sich dort auf dem Platz aufhalten wollen. Leider nur temporär, denn bisher haben Stadtplanung und Denkmalamt jede dauerhafte Veränderung vor dem Platz abgelehnt. Stichwort Denkmalschutz. Nun ist der Denkmalschutz kein Selbstzweck, wie schon Goethe wusste. Ja, auch dazu hat er was gesagt. Wie über die Menschen, so auch über die Denkmäler, lässt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen. Lassen wir also die neue Zeit mit ihren Veränderungen jetzt freundlich über dieses Denkmal hinweggehen. Um eine Sogwirkung zu entfalten, muss der Vorplatz besucherfreundlicher und attraktiver werden. Wer Menschen ins Haus holen will, der muss sie an das Haus ziehen, mit Grün, mit Sitzflächen und mit Verschattungen. Darum bitte ich, dem heute hier vorliegenden Ersetzungsantrag des Kulturausschusses zuzustimmen. Wir werden das auf jeden Fall tun. Und da das auch meine letzte Rede vor diesem Rat ist, erlauben Sie mir zum Schluss zwei persönliche Worte. Entgegen allen Unkenrufen und Vorurteilen, die mich schon vor meinem Antritt hier erreichten,
habe ich insbesondere im Kulturausschuss, dem ich in den vergangenen 2,5 Jahren angehören durfte, eine ganz wunderbare, interfraktionelle und pragmatische Zusammenarbeit erleben dürfen. Und dafür möchte ich ganz vielen Dank vor allen Dingen allen Mitgliedern im Kulturausschuss sagen. Und ich wünsche dem neuen Rat, dass er vielleicht einmal mehr daran denkt, Lösungen für die Menschen in dieser Stadt zu finden, für deren Themen und deren Sorgen und nicht so sehr an Parteipolitik zu denken. Vielen Dank. Wird Freie Wähler, Freie Bürger das Wort gewünscht? Nein. FDP? Nein. AfD? Nein. Dann sind wir zum Abschluss der Fraktionsrunde beim Einreicher selbst, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Löser, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Frau Geroth, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende zählt ja das, was hinten rauskommt, hat ein großer Parteivorsitzender mal gesagt. Und so sehe ich das jetzt hier auch. Und am Ende kommt raus, dass wir vor dem Kulturpalast eine bessere Aufenthaltsqualität hinbekommen. Wenn das hier steht, dann ist das ein guter Beschluss. Ich will noch mal kurz in die Genese gehen. Wir haben ja mit dem Umbau des Kulturpalastes, und das ist sicher eines der ganz großen Erfolgsprojekte in den letzten Jahren, damals dem Denkmalschutz sehr hohe Priorität eingeräumt. Wir haben dann aber auch gesehen, dass in den Sommern es sehr heiß wird auf diesem Platz. Wir haben dann mit dem Denkmalschutz gesprochen. Wir haben auch versucht, um den Altmarkt mehr Baumreihen einzupflanzen. Das ist ja auch zum Teil gelungen. Und die Begründung des Denkmalschutzes war immer, dass die Bäume in der Länge, und das war, glaube ich, auch das Problem, Mario, bei dem Antrag damals für die Ablehnung, dass man gesagt hat, das verstellt sozusagen die historische denkmalgeschützte Seite des Palastes. Und sie ist ja in der Tat, auch wenn sie nachts leuchtet, auch tagsüber das Schaufenster zur Stadt. Und wir haben dann trotzdem gemerkt, irgendwie ist dieser Platz, wenn man ihn jetzt nimmt aus der Zeit damals mit den drei großen Becken, zwar so, wie man das damals gemacht hat, aber er entspricht eben nicht mehr den Anforderungen, die man heute so hat. Und wenn man durch die Welt geht, wenn man in Wien ist, im Museumsquartier, wenn man sieht, wie die damit umgehen, wie andere Freiflächen europaweit gestaltet werden, weiß man, dass man sowas auch anders machen kann. Insofern waren wir dann sehr froh zu beobachten, dass die Philharmonie mit künstlerischer Kraft und eigener Fantasie sagen, die Bestimmung so ein bisschen versucht hat aufzulockern und dann selber was gemacht hat. Allerdings nur, weil das als künstlerische Intervention, glaube ich, oder als Projekt 3 Monate mit Ausnahmegenehmigung dann genehmigt wurde. Und dann merkte man, dass den Leuten das gefällt. Man hat sich hingesetzt. Man hat auch jetzt wieder gesehen auf den Bildern, dass das eine tolle Idee ist. Und unser Antrag nimmt das eigentlich auf und versucht jetzt, die Verwaltung in die Richtung zu lenken, dass wir sagen, ja, die Denkmalschutzinteressen sind da nach wie vor wichtig, aber es ist eben auch das Nutzungsverhalten oder Nutzerinnenverhalten heutzutage wichtig. Und deswegen versuchen wir, das mal weiterzuentwickeln. Ob das jetzt am Ende eine dauerhafte Installation wird, ob es ist ja auch finanziellen Aufwand, man es so macht, dass man eben jetzt pro Jahr da was Neues sich einfallen lässt oder ob man zu einer Lösung kommt, die man dann auch verstetigt. Das wird man sehen. Wir haben es am Postplatz ja ganz ähnlich gemacht. Sie erinnern sich vielleicht an die Gartenzwerge, die da mal rumstanden. Dann kamen die Hochbeete und dann kam die Verfestigung, die heutige. Und die ist gut. Also niemand wird das mehr zurückbauen wollen. Das ist ein schrittweises Anpassen an das, was wir heute brauchen. Und ich glaube, das ist doch am Ende ein gutes Ergebnis. Insofern freue ich mich sehr. Vielen Dank auch für den Antrag der SPD, die sich da konstruktiv eingebracht hat, dass wir das jetzt rund gemacht haben und hier mit einer Zustimmung das Ganze versehen können. Gestatten Sie mir, heute nach 15 Jahren auch noch ein letztes persönliches Wort zu sagen. Vielen Dank an meine Fraktion für die Zusammenarbeit 15 Jahre. Vielen Dank an alle anderen Fraktionen, an die konstruktive Zusammenarbeit im Ausschuss und auch an die Verwaltung hier oben, an den Oberbürgermeister und an die Beigeordneten. Bleiben Sie konstruktiv und viel Glück für Sie persönlich. Wir sehen uns sicher irgendwie auch mal wieder. Vielen Dank. So, damit sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann darf ich den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung stellen. Wer folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 2 Nein bei 26 Enthaltungen, so beschlossen.
Das führt uns zu